So, well, hi there. This is another project from me. I want to show you. It's the DDS signal generator used as shortwave converter. Well, this is a cheap, old school, if you want to call it like that. It's kind of old school, although it's new technology. AM and FM radio. So this is a very cheap AM FM radio. And it's on the receiver side, it has like a Z-in 414 or MK484 chip. It has the TA76 something chip. Anyway, what I want to say is it's not a superhead radio, it's a rather cheap radio. Also, the scale isn't really accurate. Pretty much a simple radio. Anyway, on this radio, you can receive medium wave and FM, the FM band, but the problem is in Germany, medium wave stations got shut down due to money reasons. What else? Anyway, here is a converter that I built. It's a cheap, like less than $5 or so circuit. And I'm using the DDS that you can get on www.cannabisdriver.de to convert any shortwave frequency onto medium wave. So I can pick it up with my radio. Now, currently the DDS signal generator, which you can see in detail in a couple of other videos, is set on 0 kHz, so it's not putting out any signal. And as you will see with the radio, I'm not picking up anything. Maybe that's the camera. But as you can see, nothing going on here. It's the tuning wheel is really hard to tune for some reason. If you go to the higher frequencies, it's really hard to tune, so it's a little bit different, difficult. But anyway, as you can hear or see, nothing going on here on medium wave. But now I'm going to activate the signal generator. I'm now going to activate it. And as you can see, now it's putting out 14 megahertz, which converts another frequency, for example, the 15 megahertz band, into my medium wave radio. And now, as you can see, if I now tune over the band, you will see that I'll pick up, or better, the radio is going to pick up some stations. Oh, that's a really strong station. But as you can see, if I now turn off the DDS again, I can also tune it here. So as you can see, I can also tune it. Now you can't see it good on camera. It's really not picking up the display quite well. Good. As you can see, I'm trying to show you that again. So as I change the frequency on the DDS, okay, so you can get this DDS signal generator on www.cannabisdriver.de. It's quite pricey, but trust me, it's worth the money. As you can see, the antenna is no more connected. Well, I was using it really much, so it's a really usable device. Because you can also broadcast audio with it in a frequency range of 1 kHz, which is in the audible range, up to 45 MHz. But as you could see in the video, I'm just using it as a shortwave to medium wave converter. Also on the side you will find some AM transmitters and modulators, and the owner, which I know, or who I know, told me that he wants to sell the stuff to you, but only in Europe. So customers from America or somewhere else, you may ask him if he sells it to you, but he rather wants it to sell into Europe because of shipping reasons. Okay. That's an example, another example of what you can do with this awesome DDS generator. Now in German. So, hallo Leute, jetzt habe ich hier ein neues Video für euch. Ich habe hier wieder mal den DDS-Generator von www.cannabisdriver.de und wie man hier an der abgerissenen Antenne sieht, habe ich den auch etwas öfter hergenommen, denn es ist wirklich ein super Teil. Super, Daumen nach oben. Man kann hier eine Audioquelle anstecken und der DDS-Generator kann eine Frequenz zwischen 1 kHz und 45 MHz erzeugen. Das ist wirklich wow. Wirklich super. Und ja, ihr könnt auch die Frequenz dann entsprechend mit einer Amplitudenmodulation aussenden, um das eben im Radio zu hören. Wie auch immer.
Hier habe ich einen einfachen AM-FM-Radio. Das ist so ein Radio mit einem IC, wie ihn zum Beispiel in dem Francis MW Retro Radio findet, ein TA7642. Ich weiß es nicht. So ähnlich jedenfalls wie der ZN414 oder MK484. Ein IC, der ausschaut wie ein Transistor, aber ein integrierter Schallkasten ist als Mittelwellenempfänger. Der Nachteil des Radios ist, dass die Skala nicht so genau stimmt in dem Fall. Also bei diesem Modell kann ja sein, dass es bei mir nur so ist. Ich habe den nämlich, glaube ich, mal aufgeschraubt, um was zu testen, wie auch immer. Und er hat nicht unbedingt eine tolle Tonschärfe, aber er funktioniert. Gut, Problem ist, Mittelwelle, Deutschland, keine Sender mehr verfügbar. Aber das ist ja auch kein Problem, denn man kann ja die Sender hier konvertieren. Das seht ihr auch in einem anderen Video nochmal, da habe ich gerade DAC konvertiert. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz. Ich habe den DDS jetzt auf 0 kHz gestellt. Er gibt also jetzt kein Signal raus. Ich habe hier selber eine Schaltung zusammengebaut, die für weniger als 5 Euro Materialkosten jeder zusammenbauen kann und habe an die Schaltung eine 1,50 Meter Antenne angeschlossen. Gut, jetzt wird halt keine Frequenz konvertiert. Jetzt schauen wir mal. Mittelwelle haben wir hier nur Störungen. Hier haben wir ein Signal, aber das ist wahrscheinlich die Kamera. Also eigentlich keinen wirklichen brauchbaren Empfang. Gut, jetzt gehe ich mal her und schalte den DDS wieder ein, dass er wieder eine Frequenz erzeugt. Jetzt in dem Fall ergibt er eine Frequenz von 14,17 MHz raus. Das ist leider immer ein bisschen schlecht zu filmen. Ich müsste da vielleicht mal den Kontrast besser einstellen, aber ich kann es einmal frei ablesen vom Display. Wie auch immer. Ergibt es halt diese Frequenz raus und jetzt werden die Frequenzen über dieser Frequenz und auch unter der Frequenz, das möchte ich gerne dazu sagen, werden jetzt in das Mittelwellenband hier umgewandelt. Und werdet sehen, wenn ich jetzt wieder über das Band drüber drehe, dass hier dann sehr viele Stationen auftauchen. Man sieht schon hier, tauscht schon eine Station auf. Schauen wir mal, was hergeht. Okay, jetzt kann ich euch noch was zeigen, nämlich kann ich die Frequenz ja auch hier an dem DDS einstellen. Ich stelle ein Radio auf eine feste Frequenz und stelle dann hier am DDS die Frequenz ein. Schauen wir mal auf der Frequenz. Also man kann sich hier spielen, ja gut, das ist vielleicht, wollte ich mal auf 13 schauen. Ja, man kann jetzt hier jede beliebige Frequenz einstellen, zwischen den 1 kHz und 45 MHz könntest du auch das CD-Funkband einstellen. Schauen wir mal, wenn wir 15 MHz hier quasi hochsetzen, ob dann was hergeht. Ja, das ist mir wirklich hier sehr schwer zu drehen. Müsste eigentlich jetzt... Ja, wie man sieht, es funktioniert schon alles, es ist halt nur eine Sache. Schauen wir mal eine ganz andere Frequenz, schauen wir mal hier 22 oder 23 MHz, da war nämlich, glaube ich, vorher auch was. Ja, es sind hier irgendwelche Signale, aber wie ihr schon seht, man kann sich hier wirklich spielen mit dieser ganzen Sache. Gut, also den DDS-Signalgenerator, nicht diese Platine hier, das ist ja eine selber angefertigte Schaltung, aber diesen DDS-Signalgenerator und viele andere interessante Senderschaltungen, die ich euch... besonders den Radiosammlern wärmstens ans Herz legen kann, findet ihr eben auf www.cannabisdriver.de. www.cannabisdriver.de. Ich poste den Link auch nochmal in der Beschreibung. Gut, eine weitere Verwendung für den wirklich tollen DDS-Signalgenerator. Allerbeste Grüße, Stefan.